ganze Welt hat einen Kick. Das ist modern, das gilt für schick. Man ist normal im Augenblick, da macht es Klick. Man hat den Tick. Gefährlich ist ein solcher Tick, besonders in der Politik. Der Politik, Tick ist ein Tick, der war schon manchen Klick. Das Genick. Auch die Erotik ist ein Tick, man nennt ihn den Erotik-Tick. Und auch das Fernweh ist ein Tick, den nennt man den Exotik-Tick. Auch die Musik hat einen Tick und die Kritik hat einen Tick. Politik, Tick, Erotik, Tick, Musik, Tick, Tick, Exotik, Tick. Und denken Sie, Sie haben den Tick, dann sind Sie ganz sicher normal. Und haben die andere Tick, dann ist es bei Ihnen der Fall. Tick, tack, 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 tick, 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 tick. Recht schönen guten Abend. Liebe Fernsehteilnehmer in der Bundesrepublik Deutschland und in Österreich, ich möchte Ihnen guten Abend sagen. Ich grüße die Reichen, aber auch die Anständigen. Ich grüße die Wahrheitsliebenden, aber auch die Herren von der Presse sehr herzlich. Ich grüße die Ledigen, aber auch die anderen Ohrmenteifel. Und ich grüße vor allem heute jede Herren und Damen, die einen ganz lieben kleinen Vogel haben. Ja? Einen Tick, wie der moderne Mensch sagt. Ich grüße aber auch die anderen. Sehen Sie, da erhebt sich unmittelbar die bange Frage, gibt es heute überhaupt andere? Ich meine also Menschen, die noch vollkommen normal sind, Fragezeichen. Ich habe einen Bruder, mütterlicherseits, und der ist Psychiater von Beruf. Ja? Der hat eine Doktorarbeit darüber geschrieben, über das Thema, und zwar, wir alle haben einen Tick. Sie sehen hier seine Ordination. Er ist der Ansicht, dass die Menschheit auf ihrem schweren Weg aus den Steinzeithöhlen in den Atombunker jetzt momentan ein interessantes Stadium durchmacht, und zwar, dass kaum ein Mensch heute ist, der nicht irgendwo einen kleinen Dachschaden hat. Und Sie sollen heute schmunzeln darüber. Wir wollen einige Paraneuigkeiten Ihnen mitteilen. Sie müssen ja nur in Ihrem eigenen Heimatort einmal so mit offenen Augen und Ohren spazieren gehen, dann wissen Sie, was los ist bei uns in Wien. Mein Gott, da haben wir Beispiele. Gestern Nachmittag am Stephansplatz, da ist ein Mann, netter älterer Herr, geht dahin zu einem Fiakerstand und spannt dem das Pferd aus, ja? Und will auf und davon mit dem Pferd. Der Fiaker ist ganz entrüstet und sagt, ja, lieber Herr, was machen Sie denn da? Sagt der Mann, entschuldigen Sie, aber der Arzt hat mir gesagt, ich soll etwas ausspannen. Also, kann man sein. Unglück. Gibt's ja so viele Beispiele, wie neulich ein Mann in eine Drogerie kommt, das passt auch so schön daher, ein Glatzköpfiger kommt in eine Drogerie, sagt zu dem Fräulein, guten Tag, bitte, ich möchte gerne ein Haarwuchsmittel. Sagt das Fräulein, kleine Flasche oder große Flasche? Sagt er, bitte eine kleine Flasche. Ich will nur ganz kurze Haare. Ein Vogel. So könnte man das machen. Da ist vor einer Woche ist da was passiert im 38er-Wagen. Also Sie wissen das nicht, in der Bundesrepublik, das ist aus Grinzing, ja, der Wagen, der Straßenbahn, stehen zwei Herren, der eine sagt zum anderen, bitte können Sie mir sagen, wie spät es ist, zieht er eine Streichholzschachtel heraus und sagt, Donnerstag, sagt der erste Herr, ui weh, da muss ich ja schon aussteigen. Bitte, es ist möglich, dass das kein Tick war, dass das andere Gründe hatte. Tick kommt ja aus dem Französischen, ja, das heißt auf Deutsch Spleen, ne? Und das ist ursprünglich gewesen die Bezeichnung für ein nervöses Muskelzucken, Gesichtsmuskeln. Ja, Sie kennen die Menschen, die es immer reißt, nicht? Dann übertragener Sinn, Marotte, Schrulle, Grille, Mucken, Fimmel oder eine Verschrobenheit, ja? So absonderliche Menschen. Haben Sie einen Moment Zeit noch? Ich habe vorige Woche in der Sauna einen gesehen. Steht ein Mann in der Sauna, ganz pudelnockert unter der Brause und hat einen aufgespannten Regenschirm über sich. Ne? Wir müssen alle sehr lachen. Der Badewärter geht hin und sagt, entschuldigen Sie, was machen Sie denn mit dem Schirm unter der Brause? Sagt der Herr, ja wissen Sie, ich habe nämlich mein Handtuch vergessen. Meine Damen und Herren, bevor Sie jetzt also drei Tickbesitzer musikalisch vorgeführt bekommen, drei interessante Patienten aus dieser Ordination, werde ich Ihnen noch schnell einen erzählen. Ein letzter geht sich noch aus. Also ein Mann soll entlassen werden,
Nervensanatorium, der Arzt lässt ihn hereinkommen und sagt, Herr Meier, wie geht's? Schauen gut aus. Und eine kleine Testfrage machen. Wo haben Sie Ihr Knie? Sagt der Meier, hier. Aha, sagt der Arzt. Und wo ist Ihr Ellbogen? Sagt der Meier, hier. Sagt der Arzt, aha, können wir noch nicht entlassen, gehen Sie wieder aufs Zimmer. Der Zimmernachbar sagt, Herr Meier, Sie sind so blöd, Sie haben ein Rindvieh. Das nächste Mal, Sie wären schon längst zu Hause, das nächste Mal sagen Sie, Ellbogen, zeigen Sie hierher. Verstehen Sie das? Hierher. Und bei Knie sagen Sie, hier. Also tatsächlich, einen Monat später ist nochmal eine Testbefragung. Herr Meier, guten Tag, wie geht's Ihnen? Na, wo haben wir das Knie? Meier zeigt Knie. Wunderbar, sagt der Arzt. Und wo haben Sie den Ellbogen? Zeigt er hier. Der Arzt ist begeistert, sagt nur also, jetzt können Sie entlassen werden. Wie sind Sie da so rasch draufgekommen? Sagt der Meier, jawohl, Herr Doktor. Köpfchen! Köpfchen!